So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2. Jetzt muss ich mir erst wieder ein bisschen umgewöhnen, weil die Steuerung von Resident Evil 1 auf der PlayStation sehr anders ist als jetzt hier meine Resident Evil 2 Steuerung. Aber wir kriegen das hin. Sag mal, habe ich wirklich nur noch einen? Nee, Quatsch, die stapel ich gleich mal. Bam. Hier im zweiten Teil ist das Inventarsortieren sehr viel schöner gemacht. Kann man sehr viel einfacher die Sachen rumschieben. Zweiter Teil, beste. So. Dann packe ich mal das blaue Kraut hier noch in die Kiste, weil ich meine, why not, oder? Come on. Nix verkommen lasse. Wenn es schon hier rumsteht, nehmen wir es natürlich auch mit. Und dann gehen wir mal raus. Und wenn mich nicht alles täuscht, kommt jetzt gleich dann der erste Ada Wong-Part, ne? Genau. Ich meine, dieser Raum hier ist jetzt vollkommen nutzlos und dient nur dazu, dass Ada Wong gespawnt wird. Aber ich gucke mich vorher vorsichtshalber trotzdem mal um. Aber ich glaube tatsächlich, das können wir eigentlich gleich schon mal machen, oder? Ach so, nee, das geht jetzt nicht mehr. Aber da kommen nachher die Schachfiguren rein. Ja, okay. Gut. Ada? I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. Es ist eine tote Ameise. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. So. Und jetzt sind wir Ada. Ich habe es schon im vorletzten Chris Resident Evil 1 Let's Play erzählt, aber vorsichtshalber, weil das wahrscheinlich viele nicht gesehen haben, erzähle ich es jetzt einfach nochmal, jetzt wo wir Ada spielen, macht Sinn. Ich habe in meinem Playthrough von Resident Evil 1, als wir die Chris gefunden haben, als ein gewisser John sagt so, hey, Ada, hier, du musst das Labor in die Luft sprengen und so weiter. Dann habe ich gesagt, nein, Leute, hier handelt es sich nicht um die Ada Wong, die wir kennen und lieben oder auch nicht lieben, je nachdem. Und tatsächlich haben einige in den Kommentaren jetzt von Teil 2 gesagt, so, ja, aber warte mal, sie sagt doch auch, dass sie auf der Suche nach John ist. Und ihr müsst euch das im Grunde, na, ich will es jetzt nicht zu lang ausführen, weil ich habe es ja schon in der anderen Folge, aber für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, kurz erklärt. Ihr müsst euch das im Grunde so vorstellen, dass Resident Evil 1 damals ja als alleinstehendes Projekt geplant war. Also da waren ja keine Nachfolger erstmal mit eingeplant. Shinji Mikami hat sich da selber eine Story zusammengeschrieben. Aber, oh. Boah, das war knapp. Aber, das war jetzt nicht irgendwie für die Zukunft geplant, wie es oft ist, ne? Man weiß ja nicht, wird es ein Erfolg, wird es cool, wird überhaupt was und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist ja dann Resident Evil 1.5 entstanden, also diese unfertige Version von Resident Evil 2, die wir heute auch als ROM rekonstruiert spielen können und die als Bonus übrigens schon freigeschaltet wurde. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Twitch-Abos, also keine Subs, kein Geld ausgeben, nur den Twitch-Kanal abonnieren, noch ein, ich glaube 50 oder so, nicht mal mehr. Und dann ist der zweite Bonus für Resident Evil 2 auch erreicht. Ich hoffe, wir schaffen das. Das wäre super nice, weil da habe ich auch Bock drauf. Das ist nur eine Kleinigkeit, sage ich euch gleich. Aber eine echt nice Kleinigkeit. Also das wird toll. Naja, auf jeden Fall kam dann eben der... waren alle nicht so richtig glücklich mit dem Resident Evil 1.5, weil der Bezug zum ersten Teil gefehlt hat. Die Connection hat gefehlt. Es hat sich nicht angefühlt, als wäre es in der gleichen Welt. Mochte niemand im Team. Also haben die einen Autor
einen Autor angestellt. Ist das das richtige Wort? Autor? Das klingt gerade so falsch. Oh ja, einen Autoren angestellt. Ich glaube, das ist besser. Und der hat quasi dann Resident Evil 1.5 so umgeschrieben, dass mehr Bezug zum ersten Teil besteht. Und unter anderem hat er eben diese Ada eingefügt. Tatsächlich basierend auf dem Dokument. Und deswegen macht sie auch öfter so Erwähnungen von wegen, ja, sie sucht hier irgendwie John, ihren Lover und so weiter. Ne? Dann wurde allerdings die ganze Resident Evil Geschichte ausgebaut. Es gab Mangas, es gab Animes, es gab CGI-Filme, besser gesagt, es gab Videospiele und so weiter und so fort. Wir haben mehr über Ada Wong erfahren und wir haben nach und nach gemerkt, okay, warte mal, das kann alles irgendwie nicht so ganz stimmen mit diesem John und diesem Dokument und so weiter. Irgendwie passen da Sachen nicht mehr zusammen. Irgendwie wurde das wahrscheinlich umgeschrieben oder vergessen oder geredconnt oder ne, man, es war immer so ein bisschen in der Schwebe, was jetzt da eigentlich ist und war sie wirklich mit diesem John zusammen oder war sie schon für Wesker eingeschleust bei Umbrella und hat diesem John was vorgespielt, ihn ausgenutzt, man wusste es nicht, es war alles so ein bisschen vage. Und dann kam das Remake von Resident Evil 2 und hat eben nichts mehr davon erwähnt. Und insofern war das so ein bisschen der Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, anscheinend ist das mittlerweile alt, ein alter Hut. Das wurde überschrieben, das ist nicht mehr Kanon, das ist nicht mehr offiziell Resident Evil Storyline. Aber die Resident Evil Story hat viele Abzweigungen und viele Variationen und viele Ereignisse, die sich widersprechen, aber laut Entwicklungsteam alle parallel koexistieren und richtig sind, echt sind. Auch wenn es gar nicht sein kann, aber das ist offiziell. Also sowohl das Original Resident Evil 2 als auch das Remake sind Canon. Ne? So blöd es klingt. Aber das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also bedeutet das für uns, wir können glauben, was wir wollen. Wenn ihr wollt, dass Ada Wong in dem Dokument in Resident Evil 1 erwähnt wird, weil sie eine Beziehung mit diesem John hatte, weil sie vielleicht da schon für Wesker Umbrella ausspioniert hat, dann ist das so. Fertig. Und wenn ihr glaubt, dass sie eigentlich da noch eine kleine Kriminelle war, die eigentlich so in ihrer Gang war und so weiter und so fort, und dass das irgendwie noch gar nicht so in die Story passt, dass sie da schon irgendwie ganz früh mit Wesker zusammen irgendwie Umbrella ausspioniert hat und dann ist das auch Canon. Alles ist okay. Da ist die Resident Evil Lore sehr freizügig, wenn es um die persönliche Charakterstory geht. Macht draus, was ihr wollt, was ihr cool findet. Gibt kein richtig und kein falsch. Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! What? Ada, wait. Ich glaube, das sollte er sich tätowieren lassen, einfach irgendwie auf seine Brust. Ada Wade, das ist sein Lebensmotto. Okay, wir haben jetzt einen grünen Schlüssel. Den Shape of a Club. Also den, wie Peak, ist das Peak im Deutschen? Der Kleeblattschlüssel halt. Der Kleeblattschlüssel. Ach so, genau. Ich kenne nur bayerische Karten, die man so fürs Neinern oder fürs Watten benutzt oder sowas. Da hat man halt Chain und Großen und Orchel und da gibt es dann Welle und dann Sorch und dann Max und so weiter. Aber diese Pokerkarten oder Skatkarten oder was auch immer, das sagt mir nichts. Da Welle und das Soach, das sind schon die besten Namen für Spielkarten, oder? Finde ich. Ich weiß nicht, allein die Namen sind schon irgendwie humoristisch an sich, finde ich. Welle und Soach. Keine Ahnung, es ist so weird. Bayerisch ist einfach so eine lustige Sprache. So unfreiwillig komisch.
Ich glaube, uns fehlt eine Schachfigur. Oder? Bin mir gar nicht so sicher, aber das könnte blöd sein. Warte mal ganz kurz, ich will ein bisschen Ordnung halten hier. Wenigstens ein bisschen. Nein? Na, obwohl, eigentlich okay. Eigentlich wurscht. Darf ruhig eine Lücke dazwischen sein, ist kein Problem. Aber warte mal, da muss ich ganz kurz die Kurbel noch hier... Nee, komm zum Rad. So. Oh, Inventarmanagement, so viel schöner als im ersten Teil. Hey, ohne Witz, der zweite hat so viel Komfortfunktionen eingeführt, die so gut sind. Danke, zweiter Teil. Danke, zweiter Teil, dass du so viel besser bist in Gameplay-Hinsicht, ne, als der erste. Es ist einfach wirklich so. An so vielen, auf so vielen Ebenen. Muah. Ein Kompliment an den Chef, der dieses Spiel aufgekocht hat. Ganz, ganz toll. Ich bin schon sehr gespannt auf Teil 3, weil, wie schon öfter gesagt, habe ich da wirklich gar keine Erinnerungen dran. Einmal irgendwie so ein bisschen nebenbei mit einem Freund zusammen durchgespielt. Keine Ahnung. Und... Ja, dann gehen wir wieder zurück. Durch den Spinnenpfad. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle vier Schachfiguren haben hätte sollen oder können, aber ist ja auch irgendwie wurscht. Gehen wir einfach den Weg zurück, den wir gekommen sind. YOLO. Müssen wir nochmal durch die Spinilisation. War gerade eine lustige Charge Attack von der Spinne. Voll an mir vorbei. So, lass mich mal kurz auf die Karte gucken, damit ich mich ein bisschen orientieren kann. Wir gehen geradeaus weiter und dann da ums Eck. Und dann sind wir in der Garage. Ah, und da hinten ist schon eine Tür, die wir mit dem grünen Schlüssel öffnen können zum Beispiel. Perfekt. Na dann. Ich glaube nämlich, habe ich nicht irgendwo Hunde leben lassen? Ach, ich weiß nicht. Hunde, ey. Die Resident Evil Hunde sind einfach in jedem Teil die schlimmsten Gegner. Ist einfach so. Immer. Finde ich zumindest die nervigsten. Wobei Hunter sind schon auch nochmal... Hunter im ersten Teil... Boah. Ne? Finde ich schon auch krass. So, ich könnte jetzt gleich noch mal hier... Ich weiß gar nicht... Oh, ein Licker. Oh Gott. Zwei Licker. Na wunderbar. Hui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 . Zwei Licker sind schon ein bisschen böse, ne? Ich nehme jetzt mal noch kein Heilmittel. Aber dass die hier zwei Licker reinhauen. Ei. Böse, böse. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Als wäre einer nicht schlimm genug. Ha, wo wir gerade bei, als wäre einer nicht schlimm genug sind, ne? Eieieiei. What could possibly go wrong, oder? Die rote Schlüsselkarte. Oh oh! It's a trap. So, lass mich mal kurz die Pistole ausrüsten. Solange nicht viele gleichzeitig vor mir stehen, werde ich die mal pistolieren. Oft kann ich eh nicht schießen, aber lassen wir die mal kommen. Okay, jetzt ist Pumpgun-Zeit.
Gut, das waren gut platzierte Pumpgun-Schüsse, kann man nichts sagen. Ich hätte ehrlich gesagt, auch wenn es blöd klingt, fast ein bisschen gehofft, dass die uns erwischen, mal. Damit es sich lohnt, dass ich das Heilspray nehme. Das ist total dämlich. Ich könnte es ja trotzdem nehmen, ne? Dafür müssen, aber ihr wisst schon, ihr versteht, ne? Ich glaube, viele von euch verstehen, was ich meine. Dann fühlt es sich nicht nach Verschwendung an. Fast schade, dass die mich jetzt nicht erwischt haben, ein bisschen. So ist es manchmal mein Gamer-Hirn. Oh Mann. So, wo war jetzt gleich nochmal die Tür? Ja, stimmt schon. Ich vermute mal, hier brauchen wir die rote Keycard auch gleich. Sehr schön. What's happening? So, Schrotflintenmunition. Immer her damit. Pistolenmunition. Nehmen wir auch sehr gerne mit. Oh, warte mal, da liegt noch mehr. Yes. Das ist schön, oder? Das ist schön, wenn man gerade so ein bisschen an einem Engpunkt ist und dann bam. Moment mal, muss ich mich hier entscheiden? Warum sollte ich mich entscheiden? Macht ja gar keinen Sinn. You should probably save it for Claire. Ich nehme es trotzdem. Hat das einen Einfluss auf mein B-Game? Da könnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Manu, crazy. Aber nee, nee, ist also da. Also, da lassen wir uns nicht lumpen, würde ich sagen. So. Okay, cool. Wir haben jetzt ein Maschinengewehr und erhöhtes Inventar und gehen jetzt, glaube ich, zurück in die Polizeistation. Genau, die Treppe hoch, da haben wir auch schon einen, da haben wir gleich in der unmittelbaren Nähe mindestens zwei Türen, durch die wir gehen können, durch die wir noch nicht gegangen sind. Jetzt muss ich aber trotzdem gleich nochmal kurz auf die Karte gucken. Oh. Ach so, warte mal. Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob die Treppe wirklich dahin führt, wo ich hin will. Aber das sehen wir gleich. Die kleinen Hänger sind weird. Aber ehrlich gesagt stört es mich auch nicht besonders. Ist schon in Ordnung. Man kann es so durchspielen, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen an den Einstellungen rumgedoktert. Ich weiß wirklich nicht, woher die Ruckler kommen. Keine Ahnung. Ist mir ein Rätsel. His throat and abdomen have been thrown out. Was werden wir denn hier mit Waffen überschüttet? Das ist ja wunderbar. Watchman's Diary, das Tagebuch des Wächters. Das ist jetzt der Preis dafür, dass wir rotes Blut haben, ne? Ich hoffe, ihr seid glücklich. 11. August. Ich hatte endlich das Glück, den blauen Himmel für das erste Mal seit langer Zeit zu sehen. Aber es hat meiner geistigen Gesundheit nur wenig Positives gebracht. Ich wurde vom Chef sofort zurechtgewiesen, weil ich angeblich meine Pflichten vernachlässigt hatte, während ich oben auf dem Glockenturm war. Aber es gibt eine Sache, die ich immer noch nicht verstehe.
Der Polizeichef scheint mehr darüber besorgt zu sein, dass ich im Turm war, als dass ich mich nicht um meine Arbeit gekümmert hätte. Um meine Pflichten. Warum ist der Zugang zum Turm überhaupt verboten? 5. September. Ich habe mit einem alten Mann geredet, der in der Müllhalde draußen arbeitet. Sein Name ist Thomas. Er ist ein stiller Mann und scheint Schach sehr zu mögen. Er ging sogar so weit, spezielle Schlüssel zu designen, die wie Schachfiguren aussehen, um die Türen zur Müllhalde zu öffnen. Wir haben uns ausgemacht, dass wir morgen Nacht gemeinsam Schach spielen wollen. Ich frage mich wirklich, wie gut er ist. Eine Sache an ihm stört mich allerdings, und zwar, wie er sich ständig kratzt. Es sieht fast so aus, als hätte er eine Art von Hautkrankheit, oder vielleicht ist er auch einfach nur unhöflich. Das ist wahrscheinlich so ein japanisches Ding, dass es unhöflich ist, sich zu kratzen, oder? Das höre ich zum ersten Mal. 9. September. Thomas war ein viel besserer Schachspieler, als ich dachte. Ich betrachte mich selbst eigentlich als ziemlich guten Spieler, aber er hat einen echt guten Job getan, mich in meiner Selbstwahrnehmung zurechtzuweisen. Quasi, kann man so sagen. Kann man so übersetzen, glaube ich. Das Einzige... Warte mal, about the only thing I imagine that could... Achso, ich glaube, das Einzige, in dem er vielleicht noch besser ist oder genauso gut ist wie in Schach, ist, wenn es darum geht, Hunger zu haben. Das ist alles, wovon der Kerl die ganze Zeit geredet hat. Er hat sich ziemlich gesund angehört, aber irgendwie hat er seltsam ausgesehen. Ich frage mich, ob er okay ist. 12. September. Ich hätte heute ein weiteres Spiel mit Thomas spielen sollen, aber er hat abgesagt. Er fühlt sich wohl schon eine ganze Weile nicht sehr gut. Ich bin vorbeigegangen, um nachzusehen, wie es ihm geht. But I told him... Warte mal, was? But we had to cancel it because he hasn't been feeling too well. He stopped by to see... Ach so, er ist vorbeigekommen, um mich zu sehen, aber ich habe ihm gesagt, er soll lieber zurückgehen und sich hinlegen. Er hat wirklich wie ein wandelnder Toter ausgesehen. Er hat aber darauf bestanden, dass alles in Ordnung ist. Ich konnte allerdings sehen, dass er wirklich Probleme hatte. Wenn ich so drüber nachdenke, fühle ich mich auch nicht besonders gut. So. Nothing in this locker. Trifft das auf alle Locker zu? Ja. Naja, gut, dann haben wir jetzt eine normale Pistole, eine Schrotflinte, eine Maschinenpistole und, oh, eine Magnum und Speichermaschinenpapier. Ja, basically ist es gar nicht so falsch, mein weirder Versprecher gerade. Es ist eine Speichermaschine, die Schreibmaschine in dem Spiel zumindest. Okay, dokeli, Leute, machen wir für heute Schluss und morgen öffnen wir, warte mal, gehen wir da durch und hier rum? Nee, warte mal. Ach so, doch. Und dann gehen wir zur grünen Tür und machen die auf und gucken, was sich dahinter befindet. Ich bin sehr gespannt drauf. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Adieu.